einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade. So, wir sind zurück. Leider hat die Aufnahme vorher nicht funktioniert. OBS hatte ein Update und obwohl ich Start gedrückt habe, hat es mir die Szene nicht aufgenommen, wie ich in den anderen Läden war und die Sachen besorgt habe, die da auf der Liste standen. Ja, sei es drum. Jetzt sind wir hier und jetzt geht's weiter. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh. Oh mein Gott. Oder noch einer. Oh mein Gott. Oh je. Oh, 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 oh. Hilfe! Oh, ich glaube, der hat uns erwischt. Uiuiui. Ich bin so aufgeregt. Ne? Oh mein Gott. Ich bin richtig sauer auf uns. Der hat sich gerade umgerannt. Das sieht richtig angepisst aus jetzt. Oh, mein Zauber irgendwie gedeckt. Cool, cool. Oh, der hat uns irgendwie auf dem Kicker. Oh mein Gott. Eine mitgekriegt. Ich werde es schaffen. Er kriegt kaum Schaden, der Arsch. Echt? Unglaublich. Wenn die anderen nicht zurückkommen, bis sie mithelfen.
No. Oh, Entschuldigung. Komm, das schaffen wir jetzt. Ui, ai, ai. Wenn wir keine Tränke mehr haben, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Auf andere Beine lassen sie gut. Beiden willst du uns? Oh nein! Und dann nur noch ein Trank. Wir schaffen das. Schaden, wenn sie das macht und wir auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geschafft. Oh nein. Noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Oh mein Gott. Repariere den Schaden. Oh, hallo. Haben Sie okay. kurz Zeit? Das mal heißt, sehen, wir müssen jetzt 7 Sachen reparieren und
Ja, Reparo war, glaub, die 3, ne? Okay. Reparo. So gut wie neu. So. Das geht nicht. Jetzt hat Officer Smith gesagt. Wir können sie nicht mehr zerstören. Reparo. Okay. Es sind jetzt 4. Was kann was wir noch reparieren sollen? Auch schon. 4 noch. Jawohl. Ich vorhin aufgeregt. Reparo. Es geht gar nicht. Aber was haben wir das gemacht? Revelio. Ah ja. Da war was. So, können wir jetzt reparieren? Reparo. Ah, jetzt geht's. Perfekt. Ich werde echt hektisch, wenn es so turbulent zugeht. Oh mein Gott. Ich mit dem Ladenbesitzer. Wir haben gerade über dich gesprochen. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten, lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. Das ist nett von Ihnen, Mr. Hill, aber ich kann nicht annehmen, was ich nicht bezahlt habe. Unsinn, ich bestehe darauf. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Oha, wir kriegen jetzt Wir haben heute viele Waren. Ziehen. Lassen Sie sich Zeit. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Okay, jetzt haben wir, glaube ich, einen besseren Umhang gekriegt, gell? Ja, aber wir können uns nichts kaufen, wir haben nämlich kein Geld. Wie immer. Sie haben halt. Ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die 3 Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Okay, jetzt gehen wir. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe. Okay, wir haben. Wenn das nicht zu voll ist, trifft sie vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe.
Es ist gut, sie zu kennen. Also ich könnte danach nichts trinken, ne? Ich wäre da, glaube ich, fix um alle. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Wow. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Was der wohl von dem Kind will? Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Oha. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Danke für die Warnung. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Okay, nutze die Karte. Wir müssen in den Gemeinschaftsraum gehen. Mm-hmm.
Karte von Hogwarts, genau. Südflügel. Okay. Schnellreise zu deinem... Okay. Alles klar. Wir können eine Schnellreise machen. Oh mein Gott. Cool. Und jetzt? Sag, wo setze ich der nächste Morgen? Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogsmeade. Mhm. Okay. Ja, liebe Leute. Das ist wohl mein Bett. Und ich denke... Oh, wir haben eine Nachricht gekriegt. Eulenpost wird gesendet von... Wir haben angefangen, meine Neugier halten für dich haben. Meine Professor Fick, um seinen Eulenpost zu sehnen. Okay. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in den Medaillon, was wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Das heißt, wir müssen dorthin gehen. Aber... Das machen wir ein andermal. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein, wenn es dann wieder weitergeht und wir zum Professor gehen und hoffentlich erfahren, was er herausgefunden hat. Bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Und da fällt mir ein, über ein Like und ein Abo, falls du noch keins hast, würde ich mich natürlich riesig freuen. Schau auch unten in der Videobeschreibung rein. Da habe ich viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.